Moin, moin, Was geht wir sind da Daya. ja? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns, Karrieremodus FIFA 21 mit dem Hamburger Sportverein. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Wir sind Tabellenerster und haben die Winterpause erreicht. Also der Kalender sagt jetzt, dass Transferfenster geöffnet ist und wir überlegen, ob wir uns einen neuen Spieler noch holen sollten. Budget haben wir, 11 Millionen, 130.000 Gehaltsbudget, also es das heißt ordentlich noch was für die zweite Liga für einen neuen Spieler. Deswegen überlegen wir jetzt mal, wen wir uns holen sollten. Süleyman ja vielleicht im Gespräch, überlegen wir uns mal. Ich finde ihn gar nicht so verkehrt. Was Ist hat er für Tempo? schnell, Na, top. beweglich. Ballkontrolle ist auch im grünen Bereich, Dribbling, also Abschluss könnte man ein bisschen trainieren. Ich denke mal, der sieht ganz gut aus. Guck mal hier, Winzheimer. Transferangebot könnte man auch mal verhandeln, ne? Ja, 3,8 bieten die, ne? 3,85. 3,95 ist er noch im Wollen wir Bereich. mal 4,2? Könnte man versuchen. Ja, das war ja edel, wie die beiden sich hinsetzen. Also das Warten auf dem Anzug sieht echt aus wie Scheiße, muss ich sagen. Oder? Sagst du? Sieht schon scheiße Das aus. sieht echt kacke aus, wenn Bei man uns da. aber auch. Da fehlt der Nee. Stern außerdem. Aber Raute auf der Brust, da Digga. fehlt der Stern. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Hoch am Himmel. Okay, nehmen an. Das ist Ernsthaft? krass. Nice. Das ist gut. Stark, Digga. Stark. Hast du gut verhandelt, Das fand ich auch. während ich gesungen habe. Dann schlage ich vor, dass wir dann unser Glück jetzt auch mal versuchen. Ja, Suleimana mal reinhauen. Was denkst du, was wollen wir so Boah, bieten? 4, ein bisschen weiter gesimuliert und schon 4,6 bis 6 Millionen, ne? Das war eben Wow. nicht, oder? Das haben wir uns, glaube ich, gar nicht so genau angeguckt. Ich glaube Da haben wir schon. gar nicht so drauf geachtet. Ja, Egal, wir versuchen unser Glück. checken wir mal aus. Was wollen wir bieten? Boah, ich würde mal sagen, Vier. 4,2. Ja. Winzheimer wert. Nein. Die wollen echt Winzheimer haben? Plus 3 Millionen. Wollen wir das machen? Also wollen wir vielleicht ein bisschen vom Budget noch runtergehen und dann Winzheimer. Wir haben doch den anderen jetzt zugesagt. Das ist dann Ich egal. glaube, das ist egal, ja. Wollen wir es mal versuchen? Ja, lass mal testen. Nicht, dass wir uns hier in Streitereien begeben und wieder mit der Polizei zu tun haben und. So, 1 Million. Ja, probieren wir aus. Das Digga, das ist ist ja schon mal richtig runtergepokert. Weiterverkaufsgebühr. Das ist jetzt schwierig hier. Dränge Verhandlungen. Dann würde ich sagen, machen wir 1,7 und 0%, oder? Bei der Verkaufsgebühr. Ganz ehrlich, Machen wir die. mal 1,8. So. 3 Millionen wollen die. Wie und ohne mit Weiterverkaufsgebühren nur 1, irgendwas? Ja, da kriegen wir. Ja. Ernsthaft? 8% wollten die, ne, wenn wir weiterverkaufen. Wow, aber 3 Millionen? Also dann nochmal 1,2 Millionen mehr drauf machen für diese 8%? Ja. Was? Okay. Oder wollen wir ohne Binsheimer? Der geht ja für 4,2. Ja. Ja, nimm mal weg. Dann machen wir hier irgendwie. Nochmal 5,9. Ja. Ja, schon mal besser. Ich glaube, wir hätten da noch ein bisschen vorsichtiger rangehen können. Vielleicht hätten wir da noch Ja, aber 200.000 wir haben ja schon die gespart. ganze Oder? Zeit verhandelt. Nicht, dass er dann auf einmal wieder ausrastet und geht. Ja, eben. Beleidiges Kind. Das kennen wir ja schon. Denzel Washington am Start. Mit seinem Sohn, ey. Wichtig. Versuchen wir mal Rotation. Das will er nicht. Dann ist er halt wichtig, ne? Also 5 Jahre, das unterschreibe ich gerne. Problem ist, ist Hack nicht auch wichtig? Ja, aber ist ja egal. Da müssen wir da wahrscheinlich immer, ja, Rotation, wirklich Rotation einbringen. Gehalt. Ich würde ihm das gleiche geben. Ja. Und ein bisschen Einstiegsbonus, so 100.000. 100 nicht, Digga, machen wir 10 oder 20.000. Ja, dann Auf welchem Niveau sind wir denn hier, ey? so geizig. Oh, faires Angebot. Und du wolltest 100.000 bieten, ey. Hast du es auf dem Konto oder was? Ja, Tiger. YouTube läuft. Ja, Leihangebot für
Junger Staudit. Mit Kaufoption? Oder wollen wir den versuchen nur zu verleihen? Nur zu verleihen wäre mega, wenn wir das schaffen. Ein Jahr. Delegieren wir mal für unseren Assistenten. Zwei Cool. Jahresleihe. Hört sich gut an. Ja, dann. Ja, und falls uns das auf die Eier geht, dass er weg ist, dann holen wir uns den zurück. Genau. Nehmen wir an. Finde ich auch. Können wir einmal ganz unsere Mannschaft nochmal angucken. Jetzt haben wir Hack und Sulemania über außen. Adeyemi, Jatta im Sturm. Rechts haben wir Brav und Amaichi. Dann haben wir Haas, Kittel, Simmons, Duziak, Kein Zombie. Kinsombi, Onana. Dann haben wir Not als hätten wir Backup noch noch Babic, Babic, genau. genau. Dann haben wir Haier als Innenverteidiger noch. Ja. Gaisula haben wir noch, den würde ich gerne verkaufen. Boateng würde ich gerne verkaufen. Dann haben wir unsere drei neuen Jugendspieler. Ja, und Haier haben wir noch, ne? Vielleicht hätte er mehr Potenzial, irgendwie wäre schon cooler, ne? Aber. Also mich fuckt das schon extrem ab, dass er kein Bild hat. Allein deswegen fuckt mich Ja, das das mega stimmt ab. auch. Ernsthaft. Wir wollen ja keine Geister spielen. Aber ich finde, wir haben eigentlich einen breiten Kader jetzt inzwischen. Also für die Liga auf jeden Fall. Wir haben ja, Pokal sind wir ja raus, leider. Also zentral ja, über die Außen mittlerweile jetzt auch ein bisschen, ja. Verteidigung ist halt ein bisschen mager, Verteidigung ne? ist mager, ja. Das würde ich auch sagen. Deswegen, aber könnte man auch echt auf die Jugend setzen, ne? Ja, würde ich auch sagen. Problem ist halt, gut, wenn jetzt sich jetzt einer von denen verletzt, ist kein Problem, hat man Haier. Aber wenn das dann nochmal passieren sollte, Ja, dann holen wir gleichzeitig. David Nalaie wieder. Ja. Oder wir lassen ihn Oder einfach Onana spielt kurzfristig. Innenverteidiger. Ja, das könnte man auch dann umschulen. Ein paar Wochen. Ja. Leihangebot für Fabisch. Oh, das ist auch interessant. Oh, zu Bochum ist auch eigentlich ganz gut. Dann würde ich sagen, delegieren wir es auch nochmal. Ja, hört sich gut an. Also wenn das auch durchgeht, cool. Gaisula, 99. 990.000. Ich würde es sogar direkt annehmen. Wollen wir nicht probieren, ob wir die 1,1 noch bekommen? Ja, aber nachher springen die. Egal, versuchen wir es. Ich habe nur Angst, dass die abspringen. Ist ja kein utopischer Wert. Das ist ja eigentlich das, was auch gesetzt sein kann. Wenn die Nein sagen, dann sagen die Nein. Eine Million. Ach, treffen wir uns in der Mitte, ne? Ja. Eine Million und top. Weg ist er. In der Mitte, das sind nur 10.000 mehr als geboten. Cezu da auch weg, haben wir ja eben erst drüber geredet, ne? Verkauft. Stark. Jetzt kann er seinen Hut woanders aufsetzen. So, Richtig gut. erstes Spiel, ne? Ja, Mann. In der Rückrunde. Auf ultimativ. Das erste Spiel gegen den KSC. Bin gespannt, wie es gleich sein wird. Adeyemi spielt sich warm. Legendär. 19 Tore hat er schon. Nicht schlecht. Aber mega stark. So, Digga, jetzt konzentriert spielen, das ultimativ. Fokus. Wow. Das ging aber schnell. Ja, so schnell kannst du gar nicht gucken. Scheiße. Adeyemi? Stark, Ja, Mann! Mann. 1-1, wichtig. Ja, Mann. Ganz, ganz stark. Balletttänzer Hui. Adeyemi, der Profi. Boah, Ulreich hat ihn. Wichtig. Hack. Wichtiger Ball. Schon runter? Nice, Mann. Wie entspannt er den noch Ja. angenommen hat. Da konnte er noch mal den Kopf nach oben gucken. Und ins rechte Eck. Stark, hey. Mega gut. Spiel gedreht, Diggi. Nice, Mann. Nice. Stark. Auf Wagner, Mann. Der sieht Adeyemi. Ah, schade. Mann. Da ist ein Bein dazwischen. Er ärgert sich. Aber vielleicht ergibt sich ja noch die ein oder andere Chance, damit er da seinen Hattrick macht. Die Chancen sind da. Ja, müssen wir nur aufpassen, dass wir kein Tor kassieren. Was? Oh.
Das wäre es ja noch gewesen, kurz vor der Halbzeit. Nice, Digi. 2-1. Bin auch mal gespannt, wie es sich spielen lässt. Erstmal durchatmen. Ah, Mann. Durchgeatmet. Weiter geht's. KC gegen Hamburger Sportverein. Oh, Was? was? Hack raus. Sulemana Oh, dann rein. kannst du den dritten Wechsel auch gleich vollziehen. Machen wir uns mal Simmons rein. Für Duzi. Denke, das ist eine gute Lösung. Die 3-9 auf dem Feld. Und Rakete zum. Jatta. Rakete! Rakete! Oh nein! Hamburg lässt heute einige Chancen liegen. Oh mein Gott! Luftloch. Der hatte wohl ein Quersitzen, würde ich mal sagen. Den wollte er nicht rausdrücken oder so. Das sah echt so So aus. sah das echt aus. Rakete Jatta! Oh, er kriegt ihn! Er kriegt ihn! Er kriegt ihn! Was? Jatta! Was? Holzfuß. Der hätte es aber noch mal querlegen können, ne? Ja, aber ich habe das Jatta gegönnt. Ich wollte, dass Jatta ein Tor macht. Spiel ist Stark. aus. Nice, Mann. Richtig, richtig 2-1 gut. gewonnen. Richtig, richtig gut. Nice. Guter Start in die Rückrunde. So kann es gern weitergehen. Adeyemi fällt 5 Tage 5 Tage, schon aus. wieder? Ja, aber ist besser als ein halbes Ja, Jahr, auf jeden ne? Fall. So, jetzt will ich mal eine Führung sehen. Hatte ich doch eben auch schon. Nee, du lagst zurück, Aber 0-1. ich habe das gedreht. Ja, aber ich will direkte Führung sehen. Ohne Ja, Gegentor, komm. ich will von dir mein Tor sehen. In der Wenn zweiten Hälfte. die schon alle tot sind, ne? Willst du Komm jetzt. beginnen? Nein, komm mal rein, Digga. Holz Banyetta jetzt im Sturm. Der ist mega gut, wenn du den schickst, weil der so schnell ist. Ja, und gerade ein Körper, ne? Komm, ruhig spielen, ruhig spielen. Paderborn macht ordentlich Druck. Wie kann der reingehen, Mann? Also Ulreich ist schon ein Fliegenfänger da hinten, ne? Wie kann man nur so einen Scheiß Ball nicht halten? Kurze Ecke vor allen Dingen, ne? Was ist das Okay, denn? aha. Schönes Stadion, Digga. Ein bisschen Ah, Knast-Feeling. die sind immer auch mal komplett frei da. Ja, aber wie geht das, dass der reingeht? Ernsthaft? Wichtig. Kittel? Sonny? Ja, Ja, Mann! 1-1. Nagelsmann! Ausgleich! Julian! Da ist Yeah. er. Da ist er, der Strahlemann. Wichtiges Tor, Mann. Stark, Digi. Bei Knsom gefällt mir dieses Spiel gar nicht. Gefährlich. Paderborn bleibt gefährlich. Starker Ball. Bisschen zu weit. Ja, Mann! Jatta! Stark! Bakary! Jatta! Jatta! Bakary! Jatta! Mit! Bakary! Jatta! Jatta! Mega nice, Mann. Ob ich in der zweiten Halbzeit Anschluss finde? Paderborn hat gut Druck gemacht, aber die müssen natürlich auch weiter nach vorne spielen. Schauen wir mal. Schade. Boah. Starke Parade von Ja, Ulreich. also Endlich ist er wach, ey. wenn der reingegangen wäre, dann hätte ich hier auf den Tisch geschissen. Oha. Digga, Neymar. Das Neymar. Und Mbappé. Das gibt's doch nicht, Alter.
Wollen die mich verarschen? Hey, keine Chance. Ich konnte nicht am Ball kommen. So, Jungs, seid ihr schon alle eingeschlafen oder was? Hä? Keine Bewegung, ne? Absolut nicht. Ey, ich bitte euch, da wollte ich doch niemals hinpassen. Fuck. Krass. Todes. Todesunglücklich. REMB ist noch nicht komplett gescoutet, ne? Wollen wir ihn trotzdem einfach probieren, so zu verpflichten? Also allein schon das Wissen, dass er eine super Sprungkraft hat, zwischen 79 bis 89, Sprintgeschwindigkeit 74 bis 84 für ein IV, Der klingt gut, ne? Stärke 72 bis Und der kann auch 82. LV spielen. Was würdest du bieten jetzt? Wir haben ja keine Ich Prognose. würde so vielleicht mit 1,2 Millionen reingehen, dritte Liga. Das ist eigentlich schon viel, oder? 1,2. Ja, weil der hat Potenzial. Also es, die Mannschaften lassen ihre Talente ja auch nicht einfach so Ja, gehen. gut, da hast du auch recht, aber. Ja gut, für Simmons und so Ich haben wir auch habe auch Angst, ich habe mehrere Angst, dass das Millionen. zu wenig ist, vielleicht sogar. Okay. Guck mal. Wow, aber hey. War schon gar nicht so schlecht. Wollen wir vielleicht mit Weiterverkaufsgebühr drin lassen? Nee, ne? Hey, machen wir 1,4 ohne. Weiterverkaufsgebühr. Ich würde einfach so lassen. Ohne die. Okay. 1,7. Schon krass. Machen wir 1,7 glatt. Oder 1,65. Ja, probieren wir mal aus den Lachs. Ja. Stark. Aber für einen aus der dritten. Ey. Eins. Nochmal von vorne. Wir haben nichts gemacht. So jetzt. Stark, Stark, Digga. die. Dann haben wir jetzt auch noch einen neuen IV. Guck mal, 64 hat er schon. So, Jungs. Auf in das dritte Spiel der Rückrunde. Hamburg gegen Heidenheim. Los geht's. Warum, Wagnermann? Warum klebst du da so in der Mitte? Check ich nicht. Stark von. Oh mein Gott! Er brauchte einfach 10 Jahre. Ulreich! Hast du es gesehen, wie der ausgeholt hat? Wie so eine kurze Flanke? Wie so ein Tipkick-Spieler. Ernsthaft? Wow. Starker Ball. Oh. Das geht doch nicht, ey. Ich verliere den Verstand. Endlich mal einen Ball gewonnen. Mach das Ding rein. Mann. Stark. So wichtig. Ah, Spiel an der Flöte. Das brauchen wir jetzt. Das brauchen wir wirklich. Also. Würde Haas gerne mal zum Friseur schicken. Hey, nichts gegen lange Haare. Alles klar, Digga. Lief ja wie geschmiert. Kann man so Ey, sagen. das Tor, das ging gar nicht. Wirklich. Guck mal, Leibold. Was sieht aus? Wie Ah, tief Heidenheim ist auch ausgerissen. stark, ne? Also, es war echt schwer, da durchzukommen, muss man wirklich sagen. Was, Aubameyang wechselt nach Leipzig? Starker Ball, Digga. Ja, Ja, Mann, Mann. brav. Aber was für ein Pass. Brav gemacht. Stark. Das. Hui! Richtig, Mann. Komm, Digga. Wird er den denn gesehen da oben? Haas. Was? 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 Adeyemi. Stark, Digga. Was? Was? Digga, komm. Kann doch nicht Alter. wahr sein. Suleimana mit seinem Da ist ersten das 3 Tor. zu 1. Das ist sein erstes, ne? Ja, ich glaube auch. Das können wir Nice. mal laufen lassen.
Herzlich willkommen beim Hamburger Sportverein, Sulemana. Souveräner Sieg, Mann. Stark. Mega wichtig. So, gehen wir ins nächste Spiel, Ja, ne? Mann. Mit den blauen Trikots diesmal. Sandhausen macht echt Druck. Wir sind nicht einmal am Ball gewesen. Im Tor. Ja. Krass. Krass, krass, krass. Das scheint wie eine Krankheit zu sein bei Ja, uns. aber du kannst irgendwann nichts. Die haben die ganze Zeit den Ball hinhergepasst Ja. und dann irgendwann Tor. Ging mir auch so im letzten Spiel. Komm mal, du kannst nicht mal was machen. Und 2-0, genau. Ey, was wieder für ein dummes Und Tor. immer in die kurze Ecke, ich verstehe das nicht. Komm, Digga. Ich habe das Digga, gesehen, also es 2-0, war ey. mega, mega schwer, da durchzukommen. Jetzt mal ernsthaft. Niemeyer regelt da Ja, hinten. und 64% Ballbesitz. Wow. Sandhausen ist heimstark. Egal wo. Na, das ist wirklich kein Scherz. Die stehen auch richtig kacke bei uns. Ja, das ist aber irgendwie. Guck mal, den hat er auch nicht. Da steht er auch nicht zwischen. Kommt er nicht hinterher. Der passt wieder zurück. Hat alle Zeit der Welt. Mann. Stark. Vielleicht kriegen wir noch ein Tor hin. Ich glaube, ich werde es nicht mehr schaffen, an den Ball zu kommen, die Zeit jetzt über. Guck mal, wie die auf Zeit spielen. Oh mein Gott. Ey, das macht todesaggressiv, ne? Das ist halt dieses Ultimativ und dann dieser Modus. Weißt Keine Chance. Ich habe wirklich du? Ja, von ich weiß. 45 Spielminuten hatte ich vielleicht 10 Spielminuten den Ball. Höchstens. Oh, da hast du Tor gemacht. Das ist. Tja, da war schlampig. Das ist richtig schlecht. Derby. Derbyzeit. Hamburg FC St. Pauli. RMB Nee, da kommt im bleibe ich nächsten erstmal. Spiel mit. Ja. Puh. Ich würde trotzdem so anfangen. Ja, Mann. Push dich, Digga. Die da oben steht. GG. Ich hab echt Eier flattern. Wir rasieren das jetzt. Komm, Digga. Mega wichtig. Das müssen wir jetzt reißen. Also. Der Im Ambulantor. Hinspiel haben wir verloren. Das geht nicht. 1 zu 0. Ich glaube, in der 80. Minute circa haben wir das Gegentor kassiert. Das ist wie in echt gewesen. Das dürfen wir nicht nochmal geschehen lassen. Die Jungs schauen sehr angespannt aus. Geben sich die Hand. Oh, hast du gesehen? Becker, wie Becker Ulreich eine Klatsche gegeben Habe hat? ich auch gesehen. Merkt man sich. Richtige Challe. Vielleicht ist Ulreich jetzt mal wach von Anfang Ja, an. wird auch mal Zeit. Hackt das erste Mal nicht ängstlich. Mit vollem Selbstbewusstsein gehen wir jetzt in das Spiel. So, Digga, push dich, komm. Massier dir ein bisschen Nacken, Digga, Das komm. ist angenehm. Ist gut? Ja. Ja? Du kriegst das hin, komm. Ich glaube nicht. Brauchst du noch was? Soll ich dir einen Milchshake machen, Digga? Komm. Ja. Kakao, Erdbeer, Vanille? Kakao. Komm. Push dich, komm, Junge. Stark. Nice. Haas am Ball. Haas zurück auf Onana. Onana wieder auf Haas. Das war ein doppelter Doppelpass. Adeyemi läuft. Er kriegt den Ball. Adeyemi, komm. Oh mein Was? Gott. Was? Glanzparade. Aber hast du das gesehen? Der Torwart hat sich ein bisschen bewegt. Guck mal. Siehst du jetzt rechts? Nee, doch nicht. Sah nur so aus. Scheiße. Hey. Wie scheiße. Starker Konter vom Hamburger Sportverein. Haas, zu leicht den Ball verloren. Hat jede Jugendmannschaft durchgemacht beim Hamburger Sportverein, Haas. Nein, 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 nein. Digga, das gibt's doch nicht. Das ist viel zu einfach. Aber man kann nichts machen.
Man, der passt da mit Hacke da so todesgenau im Pass. Das ist doch nicht wahr. Komm, nichts passiert. Oh mein Gott! Hast du aber stark gemacht. Danke. Duzi, komm Junge. 2 Großchancen. Adeyemi, komm jetzt bitte. Ja, Ja! 1 zu 1. Digga! Boots, ja, Mann. Endlich. Ganz, ganz wichtig. Starker Ball von Haas auf Adeyemi. Da ist er feilschnell. Endlich ist das Ding drin, Mann. Endlich. Nach 3 Chancen. Endlich. Weiter geht's. Wichtig, Digga. Stark, komm. Weiter, Bro. Komm, 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 komm. Was? Das ist verhext, das ist verhext. Das ist so verhext. Oh, da über den Flüchtling, der Ball über Hast den du den Blick? Schlappen, Guck ey. mal, den Blick von Adeyemi. Wenn der schießt so. Oh fuck! Wo landet Das der war nicht Ball? der. Eieiei. Digga. Komm. Aber schon mal wichtig, dass wir hier noch den Ausgleich geschafft haben, so schnell. Nach dem Gegentreffer. Ja, Mann. Ja, Mann. 2-1 2-1, gedreht im Digga. Derby. Geil. Komm. Und das noch auswärts. Stark. Elle, 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 elle. Wichtig. Ja, Ja, Mann. Mann, geil. Ja, da guckst du blöd, ne, Kollege? Erstmal Astra jetzt. Ja, ohne Witz, die standen da auch echt wie ein offenes Scheunentor da eben, ne? Aber dieser Konter, Adeyemi, ich feile schnell. So wichtig, der Mann. Untauschbar. Unersetzbar, der Junge. Die beiden da vorne mit Haas und Adeyemi, es ist schon gefährlich. Mit Führung in die Halbzeit. Nice, Bro. Stark, ey. Richtig gut zurückgekommen. Richtig wichtig, Mann. Die Jetzt darf ich es nicht Auswärtsfans. verkacken, Digga. Ich darf es nicht verkacken. Ich darf es nicht verkacken. Komm, Ich komm, drücke die Kollege. Daumen. Komm, Kollege. Hack. Uff, ja. Weiter geht's. Zweite Halbzeit startet. Bäh. Bra. Bäh. Starker Ball. Oh. Ah, fuck, Mann. Egal, weiter geht's. Abschütteln. Ulreich, Ulreich, stark. Glanzparade. Leibold kommt mit nach vorne. Konter über Leibold. Oh. Ich wollte auf Duziak passen eigentlich. Ja.
Boah, das ist echt Anspannung pur hier. Oh mein Oh mein Gott! Gott, Wie hält der Ulreich! Ulreich den? Dir sei alles verziehen. Mit dem Okay. Knie oder womit? Bauch. Das hat was gebracht, die Aufstellung. Ich fühle mich viel sicherer. Ist gut. Mannschaft steht da viel besser. Ha ja, ganz starke Leistung. Starker Ball. Oh mein Gott, starker Ball von Anana auf Haas. Haas. Ja, Mann! Nein! 3-1 und er macht noch das Tor. Ja, Ja, das ist der Mann! Derby-Sieg. Den können wir uns nicht Gatschka, mehr nehmen Digga! lassen. Yes, Mann! Da vibriert der Controller. Nice! Starkes Ding. Da fällt ein bisschen Druck ab. Ja. Ich wollte so sehr den Sieg in der Ich auch. Rückrunde. Ich wollte ihn so sehr. Das war so bitter, diese Niederlage im Hinspiel. Das 0 zu 1. Ganz, 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 ganz wichtig. Sehr gut. Und dann noch unser Jungspund. Nice. Haas, bester Mann. So, das Spiel ist gleich rum. Die Mannschaft ist zufrieden. Nach dieser Lappalie gegen Sandhausen ist die Mannschaft extrem gut zurückgekommen. Und dann auch noch ausgerechnet gegen den ersten FC St. Pauli. Also besser hätte es nicht laufen können. Mega Mega stark. stark, Digga. Mega, mega, mega stark. Applaus an die Mannschaft. Gut ab. So, Jungs. Was war das für ein grandioser Derby-Sieg? Spannendes Spiel. Ey, mehr zufrieden. Ja. Mehr zufrieden. Endlich, endlich, endlich. Wir haben es vorhergesagt, wir wollten unbedingt gewinnen und wir haben es geschafft. Auch obwohl es am Anfang extrem schwitzig aussah. Aber der Sieg, den brauchten wir, den wollten wir. Wir haben es geschafft. Wir Hammer. sind völlig zufrieden mit der Mannschaft. Lässt sich gut spielen, macht Laune. Macht Laune und ich glaube, wir sind erster Platz mit 55 Punkten, 10 Punkte Vorsprung auf Hannover. Ich glaube, der Aufstieg und der Meistertitel muss es werden diese Saison. Ja, Mann, das würde ich mir mega wünschen. Wir sind gut in der Bahn. Ich hoffe, wir werden nicht abgeworfen die letzten Spiele. Wir haben jetzt da noch 11 Spiele, haben wir vor uns noch. Werden wir wohl irgendwie hinbekommen, dass wir da den ersten Tabellenplatz halten können. Tja, also mega Mannschaft, mega Ergebnisse. Seid gespannt, Jungs. Auf die letzten Spiele der Rückrunde. Ja, Mann. Für heute sind wir raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Jungs. Haut Bis zum nächsten rein. Mal. Ciao, ciao. Haut rein, ciao.